Wie würde die Welt wohl ohne die Liebe aussehen? Jede Epoche, jede Kultur hat ihre Love Stories. Aber wären wir ohne sie nicht viel besser dran? Schon die Beziehung des berühmtesten aller Menschenpaare nahm irgendwie kein gutes Ende. Christentum, Judentum, Islam jedenfalls glauben, dass der schwierige Teil unserer Geschichte mit einer Romanze begonnen hat. Und immer noch gilt, die Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Und jeder, der schon mal geliebt hat, kann davon berichten. Tout le monde sait que par amour, on dit en français qu'on pourrait décrocher la lune. Mais pour d'aller décrocher la lune, il faut avoir des forces, il faut avoir de l'énergie. Und diese Energie ist manchmal richtig zerstörerisch. Wegen der Affäre zwischen Paris und Helena gab es Krieg und schließlich ist Troja abgebrannt. Wegen der Liebe gibt es immer wieder Ärger. Warum also dieser Stress? Warum verlieben wir uns? Was Liebe überhaupt ist, darüber gehen die Vorstellungen gelinde gesagt ziemlich auseinander. Nehmen wir Akihiko Kondo. Er verliebte sich in Hatsune Miku, eine Comicfigur aus Japan. Nach der Hochzeit 2018 zog sie als Hologramm bei ihm ein. Bis 2020, dann hat die Herstellerfirma den Support eingestellt. Akihiko Kondo bleibt ihr trotzdem treu, weil er sich in einen fiktiven Charakter verliebt hat. Wieder anders die chinesische Liebesgeschichte zwischen Junker Liu und seiner Hofdame aus dem 9. Jahrhundert. Hier geht es gar nicht ums Individuum und schon gar nicht um Sex. Es ist die reinste Form der Liebe, die scheinbar nur aus Worten besteht. Über ein Jahrtausend später das komplette Gegenteil. In den massenhaft verkauften Mangas über die Beziehung von Jura und Makoto geht es dann eigentlich nur noch um Sex. Als wäre das alles, was in einer Liebesbeziehung zählt. In einer gewissen Weise ist es erschreckend, dass wir so beeinflussbar sind von massenmedialen Produkten, von der Kulturindustrie, von der Werbeindustrie sicherlich auch. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, normal, dadurch, dass wir als eine Gesellschaft oder als ein soziales Kollektiv ja immer unter dem Einfluss stehen von Kultur. Spätestens seit der Romantik drehen sich unsere Liebesgeschichten vor allem ums Individuum, das nur in dem One and Only, in der einen großen Liebe, das perfekte Glück finden kann. Inzwischen dürfen, in einigen Ländern, auch Homosexuelle offen lieben. Die romantische Liebesszene zwischen zwei Männern in dem Hollywood-Drama Brokeback Mountain hat endgültig den Nachweis geliefert, dass gleichgeschlechtliche Liebe bei uns im Mainstream funktionieren kann. Wenn es also so viele unterschiedliche Arten von Liebe und Vorstellungen darüber gibt, stellt sich doch die Frage, ob nicht trotzdem etwas Gemeinsames existiert. Etwas, das mit jedem Menschen geschieht, wenn er oder sie sich verliebt. Ce sont les hormones, ces messagers qui passent par le sang et qui nous donnent toutes ces informations. En fait, c'est elles qui vont faire qu'on va avoir toutes ces variations. Et comme les épices, ce sont les hormones qui vont rendre notre vie, nos sentiments, nos émotions si épicées, justement. C'est un peu comme une recette de cuisine. C'est l'association de plusieurs hormones qui vont permettre, effectivement, en partie, le sentiment d'amour. Die Botenstoffe werden bei allen Menschen aktiv und haben starken Einfluss auf die Empfindungen. Da ist es egal, wen oder was ein Mensch liebt oder ob diese Liebe erlaubt ist oder nicht. Donc on peut commencer par les hormones sexuelles, donc les hormones féminines, dont les principales sont les estrogènes et dont son représentant principal est l'estradiol. Et puis chez les hommes, il y a les hormones masculines, les androgènes, dont le principal représentant est la testostérone. Empfindet eine Frau eine Person als anziehend, wird Estradiol ausgeschüttet und beim Mann Testosteron.
Diese Hormone sind unter anderem zuständig für das sexuelle Verlangen. Wird dann Anziehung zur Zuneigung, baut sich das Stresshormon Cortisol ab. Wir fühlen uns optimistisch und stark. Und zum Schluss kommt das Adrenalin. Adrenalin lässt unser Herz rasen und bringt uns zum Schwitzen. Donc, il y a ensuite toute une série de neurohormones, c'est-à-dire des substances, des molécules qui vont être fabriquées et utiles dans le cerveau, qui vont avoir un rôle dans la communication entre les aires. Alors, celle qu'on évoque en premier en général quand on parle de l'amour, c'est l'ocytocine. Oxytocin ist das Bindungshormon. Es mischt sich mit dem Serotonin, dem Hormon gegen Depressionen, dem Endorphin, das Schmerz unempfindlich macht, und dazu kommt noch eine Prise Dopamin, das Hormon des Vergnügens. Ein Cocktail, der in unserem Kopf ein Feuerwerk an Gefühlen bewirkt. Gerade die erste Gefühlsachterbahn bleibt für viele Menschen unvergesslich. Die erste Liebe haben zumindest in Deutschland die meisten bereits mit 17 erlebt. 97% der Mädchen und 85% der Jungs. Für 25% der jungen Menschen in Frankreich bedeutet die Liebe alles. Und für 50% ist sie immerhin noch wichtig. La particularité des adolescents, c'est qu'il y a cette explosion d'hormones sexuelles. Donc il y a l'arrivée du désir et de l'envie, qui est quelque chose de très différent et de nouveau. Et l'adolescent, il est particulièrement sensible à tout ce qui est de la nouveauté. Pourquoi ? Parce que justement, son cerveau, la façon dont il se développe à ce moment-là, fait qu'il y a une très grande sensibilité à la dopamine. Und dann war das halt einfach nur noch schön. Hormonexplosion. Große Liebe. Doch nicht nur bei Teenagern haut der Hormoncocktail voll rein. Wir sind uns in Italien auf einer Tanzfläche begegnet und haben dann ohne Unterlass 7 Stunden getanzt. Die ersten 7 Jahre, das war wirklich, also unsere Freunde haben gesagt, es geht gar nicht mit euch. Untrennbar. Kein Blatt zwischen uns beiden. Manchmal wird dann aus der ersten Hormonexplosion etwas Festeres. Also wir kennen uns am 1. Mai 67 Jahre. Also darum verlieben wir uns. Am Anfang der Gefühlscocktail mit Glücksrausch und dann die lebenslange Bindung. Brauchen wir dafür die Hormone? Aber ist Liebe nicht doch mehr als Biologie? Liebe ist ganz stark mit kulturellen Vorstellungen und Bildern verbunden, die wir aus Medien kennen. Zum Beispiel die Idee der weißen Hochzeit stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und wurde von Queen Victoria geprägt, die als erste Königin in Weiß geheiratet hat und als erste Hochzeit quasi auch massenmedial aufbereitet wurde über Postkarten und über Zeitungsberichtartikel. Wir bekommen quasi dadurch, dass wir anderen dabei zusehen, wie sie sich in unserer Gesellschaft verhalten, Bilder vermittelt, wie wir bestimmte Dinge zu interpretieren haben. Doch diese Bilder von Liebesbeziehungen geben Menschen nicht nur Vorstellungen davon, wie sie ihre Liebe gestalten, sie haben noch einen anderen Effekt. Alors le fait de voir une image ou un film va activer certaines émotions que l'on a vécues et donc le fait de repenser, ça va en fait en quelque sorte court-circuiter certains éléments du cerveau et donc réactiver des hormones que l'on a déjà produites dans des situations identiques. Die biochemischen Vorgänge funktionieren also auch so. Wenn uns etwas an romantische Situationen erinnert, werden all die positiven Botenstoffe wieder ausgeschüttet. Bilder bestimmen unser Verständnis von Partnerschaft und Liebe und sie sind Moden unterworfen. Deswegen ändern sie sich. Doch es gibt Abbilder, die schon unsere Vorfahren schön fanden. Und wir auch. Also muss es etwas geben, das tiefer geht. Es gibt ganz klare universale Muster. Wir finden überall auf der Welt immer wieder die gleichen Partnerpräferenzen, egal wo wir danach suchen. Wie wir unseren Partner auswählen, sagt viel darüber aus, wie instinktgesteuert wir sind.
Wir haben die Qual der Wahl, aber am Ende entscheiden wir nach unseren biologischen Vorlieben. Sehr gute Figur, sah attraktiv aus. Eine starke Persönlichkeit. Seine unglaubliche Intelligenz. Sehr ordentlich. Ihren sperrigen Liebreiz. Sie hatte eben alles, was ein hübsches Mädchen eben so hat. Ne? Nur was hat das mit den biologischen Vorlieben zu tun? Ja, die Forschung zeigt seit Jahrzehnten relativ klar, dass es überall auf der Welt es robuste Partnerwahlpräferenzen des Mannes gibt. Ja, ein wichtiges Kriterium ist Jugend, ein anderes ist Attraktivität. Das fängt beim Gesicht an, das schöne, durchschnittliche, symmetrische Gesicht mit den großen Augen. Das geht weiter über die Körperform. Hier ist die berühmte Sanduhrfigur relativ wichtig, also breite Hüfte, schmale Taille. Diese Sanduhrfigur sagt etwas über die Fortpflanzungsfähigkeit der Frau aus. Wenn die Taille schmal ist, ist die Frau wahrscheinlich nicht schwanger. Und mit den Wechseljahren, wenn die Östrogenproduktion nachlässt, verlieren sich diese Formen, egal wie schlank sie ist. Frauen gucken auch auf die Attraktivität bei Männern. Es ist nicht so, dass das keine Rolle spielt. Da spielt auch das Gesicht eine gewisse Rolle. Also auch das soll schön, symmetrisch, durchschnittlich sein, aber markant, also männlich. Bei der Körperform zählt bei den Männern eher das Trapez, also so ein Dreieck, das auf der Spitze steht, also wo die Schultern breit sind und schmal zur Taille hinlaufen. Das kantige Gesicht und das breite Kreuz signalisieren viel Testosteron. Und dieses Hormon ist für die Spermienbildung sowie das Knochen- und Muskelwachstum zuständig. Also fühlen sich Frauen besonders dahin gezogen, wo es gute Spermien geben könnte und Schutz durch Muskelkraft? Ja, man muss sagen, physische Attraktivität ist aus Sicht der Frau jetzt nicht unwichtig, aber sie achtet auf sehr viel mehr als nur das. Die wichtigste Variable ist eigentlich sozialer Status. Also Einkommen, Vermögen. Nee, oder? So ein Klischee. Die Männer schauen hauptsächlich danach, sich möglichst effektiv fortzupflanzen. Und die Frauen suchen Sicherheit bei einem erfolgreichen Mann, der sie versorgt. Ja, man muss verstehen, wenn die Frau eine falsche Wahl trifft, wenn sie sich auf den falschen Mann einlässt, Sex mit ihm hat. Wir denken jetzt in der Steinzeitlogik, wo es keine Verhütungsmittel in unserem Sinne gibt. Dann wird sie schwanger. Sie hat 9 Monate Schwangerschaft. Sie hat dann das Kind. Um ein Kind am Leben zu halten und aufzuziehen, ist ein Partner, der Schutz und Unterstützung bietet, wichtig. Logisch. Aber daraus haben sich starre Klischees entwickelt. Wie das vom immer starken Mann, der die Familie beschützt und versorgt. Und Werbefilme wie dieser von Dr. Oetker aus dem Jahr 1954 gaben fragwürdige Ideale vor. Sie wissen ja, eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Für mich ist die ideale Frau eine, die hart im Nehmen ist, die Männer am Tisch bedient, sich nie zu ihnen setzt und nicht spricht. Nur zur Erinnerung, Jacques Chirac war mal französischer Präsident. Hinter solchen feinsinnigen Vorstellungen stehen allerdings nicht nur Rollenbilder, sondern auch eine ziemlich klare Vorstellung einer legitimen Liebe, für die man grundsätzlich schon mal eine Frau und einen Mann brauchte. Was sich 2013 in Frankreich offiziell ändert, als Vincent Autain und Bruno Boileau als erstes schwules Paar heiraten. In Deutschland werden gleichgeschlechtliche Ehen immerhin 4 Jahre später erlaubt. Inzwischen sind sie in 30 Ländern der Erde möglich und es gibt mehr Freiheiten, unterschiedliche Formen der Liebe offen zu leben. Die Ursachen dafür, dass wir heute mehr Möglichkeiten haben, unterschiedlichste Beziehungskonzepte zu legen, sind sehr vielfältig. Also auf der einen Seite ist der schwindende Einfluss der Religionen zu nennen, dann der ökonomische Wandel, der Frauen die Möglichkeit gegeben hat, auf eigenen Beinen zu stehen, dann die gesellschaftliche Akzeptanz von Dingen, die es auch schon früher gegeben hat, uneheliche Kinder beispielsweise, das uneheliche Zusammenleben, das Zusammenleben von gleichgeschlechtlichen Menschen. Bei aller Freiheit, an einer Leine hängen wir trotzdem weiterhin. Und zwar egal, wen wir lieben. Eva riecht wahnsinnig gut. Immer. Gerade am Anfang der Zeit, da hatte ich noch mir gerne mal Pullover ausgeliehen von Emil, weil die so nach ihm gerochen haben. Die Annahme ist, dass wir über den Geruch
eines potenziellen Partners erkennen können, wie gut sein oder ihr Immunsystem zu unserem passt. Und zwar möchten wir ein möglichst unterschiedliches Immunsystem, um unseren Nachkommen eine möglichst breite Palette an Abwehrmechanismen mitzugeben. Der richtige Duft ist entscheidend. Unsere Nase ist ein wahrer Liebessinn und kann auf das Gefühl erheblichen Einfluss nehmen. Nur dass dieser Teil der Liebe kaum von uns beeinflussbar ist, geschweige denn sich irgendeinem Beziehungsmodell beugen würde. Wenn wir ehrlich sind, Partnerwahl funktioniert zu großen Teilen nach solchen Hot-or-Not-Entscheidungen, die relativ schnell getroffen werden. Man sagt ja so schön, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wir vergucken uns also in einen Menschen, mit dem wir biochemisch zusammenpassen. Und warum? Damit unser potenzieller Nachwuchs gesund ist. Doch der macht lange Zeit ziemlich viel Arbeit. Bei dieser Aufgabe hilft uns die Liebe zum Kind und zum Partner. Gibt es also einen evolutionsbiologischen Grund für die Liebe? Diese Frage kann man tatsächlich lösen, indem man sich andere Tiere anschaut, die mit uns nah verwandt sind, weil man eine enge Beziehung zwischen den körperlichen Voraussetzungen, der Lebensweise und dem Liebesleben findet. Schauen wir doch mal zu den Gorillas. Wie organisieren die ihr Familienleben? In der Natur geht es vor allem darum, die eigenen Gene weiterzutragen. Auch die Aufzucht der kleinen Gorillas ist viel Arbeit. Das lohnt sich für die Männchen nur, wenn sie auch Erzeuger der Jungtiere sind. Aber wie können sie da sicher sein? Gorillas leben in einem Harem. Das heißt, ein Männchen hat dann 4 oder 5 Weibchen, die er auch bewacht und wo er auch andere Männchen vertreibt. Und das spiegelt sich körperlich dadurch wider, dass die Männchen sehr viel größer sind und sehr viel schwerer sind als die Weibchen. Also ein Männchen wiegt bei Gorillas 200 Kilo beispielsweise, ein Weibchen nicht mal die Hälfte, 90 Kilo. Die viel größeren und aggressiven Männchen sichern sich so die Herrschaft über ihren Harem und sind ziemlich wahrscheinlich die Erzeuger aller Jungtiere im Rudel. Es gibt aber auch offenere Modelle. Schimpansen leben in Gruppen mit etwa 20 Tieren. Hier paaren sich alle Männchen mit allen Weibchen. Diese Verlagerung der Konkurrenz zwischen den Männchen verschiebt sich auf die Genitalien und das kann man auch sehr gut sehen. Also zum Beispiel sind die Hoden sehr viel größer als bei Gorillas. Ein Gorilla hat nur einen 30 Gramm schweren Hoden, ein Schimpanse hat 200 Gramm. Also ein Vielfaches dessen, was ein Gorilla aufbietet. Und das entsteht eben dadurch, dass die Männchen über diese Menge und die Art des Spermas konkurrieren. Bei uns Menschen gibt es ja vieles. Zweierbeziehungen, Dreierbeziehungen, Nacheinanderbeziehungen, schwule, lesbische, hetero und, ach ja, fiktosexuelle Partnerschaften. Sind wir also eher Schimpansen? Oder doch Gorillatypen? Männer sind sehr viel offener für kurzfristige, unverbindliche Beziehungen, senken dabei ihre Partnerwahlansprüche eigentlich auf ein Minimum herab. Also die Daten sprechen sehr stark dafür, dass Männer tatsächlich dazu tendieren, ihre Gene zu streuen. Wenn man sich nun Menschen anschaut, sieht man, dass wir den Gorillas ein bisschen ähneln. Bei Menschen sind die Männer etwas größer als die Frauen, aber eben nicht so stark wie bei den Gorillas. Das heißt, es spricht dafür, dass in der Evolution erfolgreiche Männer auch mal 2, 3 Frauen haben. Schaut man sich andere Merkmale an, wie zum Beispiel die Hodengröße, dann sieht man, dass Menschen einen relativ kleinen Hoden haben. Das heißt, wir können nicht in einer Gruppenstruktur gelebt haben, wie sie die Schimpansen haben. Für was das spricht, ist, dass Menschen schon sehr, sehr lange Zeit eine Paarbindung hatten, wo eben ein Mann und eine Frau oder vielleicht ein Mann und 2 Frauen zusammen war. Die Liebe hat evolutionsbiologisch ihren Zweck wohl darin, uns eine langfristige Paarbindung leicht zu machen. Was zu unserer gesamten Evolutionsgeschichte passt. Denn irgendwann fingen wir an, aufrecht zu gehen und unser Gehirn samt Schädel wurde größer und Geburten damit immer schwieriger. Sodass ein Teil der Hirnentwicklung in die Zeit nach der Geburt verlegt wurde. Seitdem brauchen Kinder extrem lange, bis sie selbstständig sind. Da unsere Urahnenmütter das nicht allein schafften, überlebten vor allem die Kinder, bei denen der Vater sich aktiv um seine Familie kümmerte. Und das machte er meist nur dann, wenn er sich sicher war, dass er der Erzeuger ist. Und wenn der Vater sich kümmert, bekommt ein Kind nicht nur die Unterstützung der Familie mütterlicherseits,
sondern auch von Opa und Oma väterlicherseits und Onkel und Tanten. Das war ein enormer Evolutionsvorteil. Bei dem die Liebe vermutlich eine entscheidende Rolle spielte. Und so könnte man allgemein sagen, dass es Menschen, so wie wir sie kennen, nicht hätte geben können, wenn es die Liebe nicht gegeben hätte. Weil die Liebe ist die Voraussetzung für die Gehirnentwicklung. Ohne Gehirnentwicklung hätte es keine Menschen gegeben. Und da mischt wieder ein Hormon ordentlich mit. Lorsque l'on se regarde, lorsque l'on se caresse, lorsque l'on se serre dans les bras, le fait de faire un câlin à quelqu'un, ça va stimuler aussi notre production d'ocytocine. Et évidemment, dans la relation sexuelle, on a observé aussi qu'il y avait des grands pics d'ocytocine au moment de l'orgasme. Hormone helfen also Menschen zusammenzuhalten, aber die wenigsten Beziehungen bleiben für immer auf Wolke 7, denn der Hormonrausch lässt irgendwann nach. Alors à un moment, il peut y avoir un petit peu d'épuisement. On dit que c'est la fin de la passion et la fin de la passion correspond justement au fait que c'est comme si on devenait un peu désensibilisé à tous ces à toutes ces hormones. Und trotzdem gibt es Liebe, die hält. Was die Voraussetzungen dafür sind, ist wissenschaftlich umstritten. Studien aber zeigen, die Liebeshormone gehen nicht so schnell aus, wenn es gemeinsame Hobbys gibt und die Paare zusammen lachen können. Das eine ist das eine, ist die körperliche Lust und die körperliche Begierde. Und das andere ist halt eben die Partnerschaft und das unendliche Vertrauen ineinander. Von Anfang an immer sehr offen und viel also miteinander kommuniziert. Verliebt bin ich immer noch. Ja. Das ist ja ein Spaß. Ohne die Liebe wären wir Menschen gar nicht entstanden. Ihr evolutionärer Sinn ist wohl die Fortpflanzung und Arterhaltung. Doch sie ist so viel mehr. Und wir haben die Macht, die Liebe zu gestalten.